So, moin. Ich habe es ja heute Morgen schon im Video gesehen, jetzt hier nochmal in live. Holger war schon wieder fleißig. Erzähl doch mal. Ja, wir haben ja sehr viel Arbeit verbracht mit der Berechnung der Transformator-Verlustfaktoren. Oh ja. Das sehen wir hier. Wir haben hier in der Biogasanlage 2 ein Messgerät installiert, das uns in Echtzeit die Transformatorleistung, die der Transformator überträgt, anzeigt. Wenn die Werte über 0 sind, so wie jetzt hier, wo der Mauszeiger ist, dann ist das die Leistung, BKW-Produktion minus Biogasanlagen-Eigenverbrauch. Wenn die grüne Linie unter 0 ist, dann ist die Anlage aufgrund der Strompreise am Strommarkt ausgestellt. Und dann muss der Transformator die elektrische Leistung aus dem Netz in die Biogasanlage übertragen. Dann gibt es ein Minus und dann kehrt sich das andauernd um. Je nachdem, wie flexibel die BKWs fahren. Und das ist ja hier abgebildet mit der Wirkleistung. Unsere Netzanalysegeräte, die dort am Transformator installiert sind, messen nicht nur die Wirkleistung, sondern auch viele weitere Parameter, Blindleistung, Scheinleistung, Cosinus Phi, Netzfrequenz, Netzspannung. Und ja, daraus werden wir zukünftig hier in Echtzeit den tatsächlichen Transformatorverlust berechnen lassen, dass wir beide mehr Zeit haben für dieses Tool, ja, anstatt uns per Hand mit Excel zu quälen. Ja, das weil die Trafoverluste von den Netzbetreibern, die sind ja unterschiedlich, liegen zwischen 1,5 bis 3-4%. Ja. Aber das ist ja je nach Auslastung, das wird ja, glaube ich, einmalig bestimmt, ne? Und dann hat jeder diesen Verlustfaktor oder diese Verlustpauschale. Ja. Und wenn wir das dann mit unserer Berechnung darstellen über einen Jahreslastgang und dann der tatsächliche Verlustfaktor beispielsweise bei 0,7 oder 0,8 liegt, dann erkennen dies die Netzbetreiber auch an und da muss in Zukunft nicht mehr für meinetwegen 2,3% gezahlt werden. Nee, sondern du hast hier den tatsächlichen Verlustfaktor abgebildet, ja, und der wird dann dem Netzbetreiber zugespielt. Und dann ist erstmal mit 2%, 3% Ende im Gelände. Das ist das, was wir hier neu haben. Und das wird jetzt... Was wird das denn an Kosten sein, ungefähr? Das an Kosten, 2% von 4 Millionen, was man da einspart. Ja. 1% von 4 Millionen, 2% von 4 Millionen Euro. Das hängt natürlich vom Spotmarktpreis ab. Vom Gesamtumsatz 2% kann sich jeder selber ausrechnen. Also schon einiges, auf jeden Fall. So, es geht aber noch weiter. Genau, wir haben jetzt hier noch einmal... ganz was Neues, das ist eine Weltneuheit. Mit dem Vermarktervergleich, richtig? Ja, wir haben zwei Messpunkte zusätzlich, die wir jetzt ins Portal in Echtzeit integrieren. Das hier ist ja unser? Ist unsere Netzanalyse am Transformator für die Einspeisung. In der Biogasanlage 2 bei Henning Farnhold werden diese Werte eingespeist. Und jetzt können wir ab sofort kontrollieren, wie viel hat der Vermarkter davon in seinem Portal abgebildet. In dem Fall ist das das Portal von GDGE. Das ist ein Tochterportal von E2M. Und was kannst du da sehen? Ich kann hier zum Beispiel schon mal sehen, unser Messgerät zeigt hier an diesem Messpunkt 381 kW an und der vom Netzbetreiber oder von der GDGE da oben zeigt 373 kW an. Also da existiert schon mal ein Unterschied. Da ist eine Differenz drin und auch hier haben wir mühselig mit der Hand gerechnet, nachdem wir unsere Messungen vor Ort durchgeführt hatten. Ja. Und jetzt haben wir die Daten hier in Echtzeit vorliegen. Es gibt auch für die Beteiligten... Für die beteiligten Parteien gibt es kein Entkommen aus diesen Echtzeitdaten. Ja. Zusätzlich zu den Trafo-Daten kontrollieren wir jetzt die Vermarkter-Daten und eine Etage höher.
Ja, die sind jetzt noch nicht da. Sind da. Ja, auch im Bezug, richtig? Das ist die Biogasanlage. Alle Werte von den Netzbetreibern kommen hier ins Portal. Mhm. Wir haben ja schon etliche im eigenen Portal. Von, wir haben ein eigenes Portal vom Westnetz, von EWE haben wir ein Portal. SH-Netz auch. Ja, genau. Und damit ist dem erstens dem Blindflug und den Differenzen zum tatsächlichen Erzeugungswert hier unten oder zum Verbrauch ein Ende gesetzt. Wir fordern Transparenz und korrekte Daten, so wie es im Gesetzblatt steht. Und die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig steht mit uns gemeinsam hinter diesen Daten. Hier kann man sich das auch nochmal schön aufziehen und nochmal in einem kleineren Verhältnis sehen. Man sieht hier auf jeden Fall auch unsere Auflösung im Millisekundenbereich. Ja, genau. Und hier oben sind es ja Viertelstunden. Viertelstundenwerte, Mittelwerte. Genau, richtig. Und durch die Umwandlung aus den Messgeräten, RLM-Zählern in elektronische Werte passieren natürlich Rundungsfehler. Und je nachdem, wie die RLM-Zähler programmiert sind, haben die entweder mehr oder zu wenig Kommastellen. Und dann kommt es zu Umrechnungsdifferenzen. Und wenn diese Werte zwischen den Netzbetreibern und den Vermarktern auch noch hin und her geschickt werden und gerundet werden von elektrischer Arbeit, elektrischer Leistung, gibt es auch nochmal Differenzen. Ja. Und wenn die RLM-Zähler mal keine Zeitsynchron-Signale empfangen, dann gibt es da auch nochmal Differenzen und Spitzen. Und diesen Dunkel haben wir hier ein dickes, fettes Ende und Achtungszeichen entgegengesetzt. Damit ist jetzt Schluss. Ja. Man sieht es ja auch hier. Hier zum Beispiel oben geht es schon hoch und hier geht es erst zeitversetzt eine Viertelstunde später hoch. Also, ne? Ja. Das sind die. Aber es hat ja bis jetzt noch keiner hinterfragt, oder? Ja, das sind die offenen Flanken, die jetzt völlig offen waren und jetzt ist Ende. Wir haben 4 Anlagen, jetzt Biogasanlagen, die hier mit uns diesen Spiel ein Ende bereiten werden. Ja, und wir werden sie auch jederzeit nach Kunden wünschen, nach Marktsituation und anpassen und noch weiter entwickeln auf jeden Fall. Wenn jetzt einer aufmerksam war, dann sieht er, die linke Skala hat noch die Watt Einheit, der muss natürlich KW heißen, auf der linken Seite. Das ist gerade in Bearbeitung. Ja. So, wie geht's jetzt weiter für das Wochenende? Was machen die Preise am Markt? Gucken wir mal. Also, für morgen ist nicht viel Wind angesagt, für Sonntag eigentlich auch gar nichts. Für Montag kommt es dann hier nachmittags zum Abend hin, aber auch erst dann wieder über die, also ja, irgendwie nichts Ganzes und nichts Halbes. Also am Wochenende erstmal nicht so viel Wind, 8 Gigawatt, was haben wir hier, 7 Gigawatt und auch Sonntag hier kaum was, also 4, 3 Gigawatt. Und dann erst wieder am Dienstag haben wir hier 16, 19, fast 20 Gigawatt in der Prognose. Wer weiß, was wirklich kommt und wie der Wind uns trifft. Was haben wir hier noch? Sonnenenergie. Ja, normal. Ja, normal. Schönes Wetter eigentlich. Ja, warm ist es. Morgen 25 Grad. Ja. Was macht das nun mit den Preisen? Müssen wir einmal erneuern. Ja. So, wir kommen hier aus der Nacht mit 9 Cent, 8 Cent, haben wir einen kleinen Höchstwert um 8 Uhr mit 11,5 Cent. Gut für alle, die einen flexiblen Strompreis haben. Da habe ich auch noch mal eine Anfrage bekommen aus der Telegram-Gruppe, welche Anbieter flexible Strompreise anbieten. Und zwar werden das immer mehr. Ruft bei euren Stromversorger an. Ja. Mittlerweile auch sehr viele Stadtwerke, E.ON, Schnellstrom. Schnellstrom hat Kontingente zu verkaufen. Immer Strombörse, diesen Preis plus x Prozent. Mal sind es 1,6, mal sind es 3, mal 1,5, so ist es unterschiedlich. Ja. So, hier haben wir dann, das hat sich wieder völlig ganz anders entwickelt, als es überhaupt denkbar war. Mhm. Gaspreis hatten wir schon? Nee, Gaspreis haben wir hier noch. Ist auch wieder ein bisschen runtergegangen. Ja,
gehen wir auf Flowmap bei Abigas. Gehen wir da hoch. Was? Einmal ganz hoch die Maus. Ja, so, noch weiter rechts. Hier, hier, noch ein Stückchen. Nach oben. Und rechts. Noch ein Stück, noch ein Stück. Ach, stopp! Hier. Ja. Abigas, guck dir das mal an. Gehen wir hier oben drauf. Hier. So, hier. Ja. Also. Da sieht man, wie die Gas. Da sieht man, wie die Gasmengen fließen. Die App kostet locker 10.000 Euro, wer die haben möchte. Aber die ist natürlich für viele Gasversorger hochinteressant. Bild mein Flowchart, Gasday, wo fließt das Gas hin? Gehen wir auf Dashboard. Profis haben jetzt ein Dashboard, deswegen haben wir ja auch eins. Ein dickes, fettes. Boah, da sieht man jetzt schön die Preise. Wenn man sich dafür wirklich interessiert, dann muss man sich das mal angucken. Eine Demo-Version buchen. Mhm. Da sind die ganzen, also wirklich für Profis, da sind die Preise jetzt drin. Das hellgrüne ist The H, das ist das für Deutschland, wenn du das mal anklickst. Ja, da sind die Preise damit drin. Hellgrün. Ach so, ja. Das ist ein Profi-Tool, so wie wir es eben auch haben. Wir werden das für diesen Preis auch bekommen. Dass wir eine Relation bekommen, Gaspreis, Strompreis. Bauen wir bei uns mit ein. Richtig. Ja. So, was gibt's noch zu berichten? Nee, das war das Bravo, das hatten wir. Ja. Ja, dann sind wir soweit durch. Und wünschen euch ein schönes, langes Wochenende. Und sehen uns am Mittwoch. Spätestens wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.